Hallo und willkommen zurück zu Fallout 4. Wir sind immer noch auf der oder nach der Suche nach Imogen Cabot und wir haben jetzt hier in Good Neighbor, wo der Eingang hinter uns ist, wo der Eingang hier hinter uns ist, haben wir einen Tipp bekommen und die müsste sich hier hinten irgendwo befinden. Das müsste hier irgendwo sein. Da will ich nicht hin. Da sind Super Mutants. Da will ich jetzt im Moment auch nicht rum. Ich gehe mal hier rum. Weil ich auch wissen will, was hier hinten ist. Was ist denn da so laut? Wieso komme ich hier nicht weiter? Ich latsche jetzt mal hier rum. Alter! Scheiß Bär! Alter, wo kommt der denn jetzt her? Leck mich der Fuß. Und ich wollte nur hier mal eben so lang und gucken und tun und machen. Naja. Wir haben es ja halbwegs überstanden. Ich latsche jetzt hier rum. Das ist mir jetzt egal. Da. Den gar nicht gesehen. Na, da hast du ja ein tolles Versteck gesucht. Komm, lass mal. Kate! Och Mann, weißt du was? So, wer ballert hier noch rum? Hat das jetzt? Ach, da oben! Das sollten wir öfter mal machen. So. Die Patronen nehmen wir gerne mit. Die können wir immer brauchen. Ich habe eh hier bei. Eine Lederkombi, hier muss auch noch einer liegen. Da. Wunderbar. Da fliegt immer ein Hubschrauber rum. Ich glaube, die sind von der von der Bruderschaft. Aber die lassen wir jetzt mal links liegen. Ich glaube, da hinten müssen wir hin. Kein Plan. Ah ja, das sieht mir sehr danach aus. Kommt man denn hier rein? Da. Super Shroud Radio. Da müssen wir hin. Da hinten. Amphitheater am Charles-Aussichtspunkt. Guten Tag, Bruder Thomas. Entschuldigung? Willkommen, Nächster. Wir sind immer froh, neue Gesichter zu sehen. Sag doch mal, fühlt sich diese Welt für dich zerbrochen an? Fragst du dich, warum es nicht wieder wie in den guten alten Zeiten sein kann? Ich suche den Imogen Cabot. Für sowas habe ich keine Zeit. Es gibt wichtigere Dinge, um die ich mir Gedanken machen muss. Die ganze Welt ist kaputt. Die ganze Welt ist kaputt. Das habe ich auch gedacht, bis ich eine Möglichkeit fand, etwas zu bewegen, um mein Leben und das Leben aller zu verändern. Boah. Wir nennen uns die Säulen der Gemeinschaft.
Wir sind eine neue Bewegung, also hast du vielleicht noch nicht von uns gehört. Aber wir wachsen im ganzen Commonwealth. Und auch du kannst Teil dieser spannenden Zukunft sein. Hier entlang bitte. Dann erzähle ich dir gerne etwas über unsere Bewegung und darüber, wie du ein Teil davon sein kannst. Und was du geraucht hast, wa? Ich habe leider keine Lust auf... Ich habe keine Lust auf Verkaufsdecke. Was auf Verkaufs? Ich finde es nicht, klingt gut. Ich suche nach Hugh. Ich suche nach Imogen Cabot. Genau, Imogen. Tut mir leid, aber Imogen ist gerade indisponiert. Sie empfängt keine Besucher. Why? Was macht sie hier? Ist sie ein Mitglied deiner Bewegung? Was macht sie hier? Ist sie ein Mitglied deiner Bewegung? Sie und ich haben... Naja, ein romantisches Verhältnis. Ah ja. Es geht dich zwar nichts an, aber sie und ich haben gerade Beziehungsprobleme. Mhm. Du kennst das ja. Sie muss erst mal wieder ein bisschen runterkommen. Okay. Ist sie vielleicht nach 500 Kronkorken bereit? Du hältst ja nicht gefangen. Ich werde sie sehen. So oder so. Deine Entscheidung. Ich bin ein Freund der Familie. Vielleicht kann ich sie zur Vernunft bringen. Ich mach mal eben kurz einen Quick Save. Und dann probieren wir mal... mit den 500 Kronkorken. Ist sie vielleicht nach 500 Kronkorken bereit? Warum bezahlst du diesen Idioten auch noch? Tja, das ist was anderes. In Wahrheit hatten wir eine kleine, Meinungsverschiedenheit über ihren Beitritt zur Bewegung. Sie wurde gewalttätig. Also habe ich sie eingesperrt, bis ich weiß, was ich mit ihr machen soll. Für 500 Kronkorken kann sie gerne dein Problem sein. Hier, ich schließe die... Wobei, warte mal eben, ich lade noch mal kurz... ja. Weil ich will die 500 Kronkorken behalten. Ich muss mal gucken, ob das möglich ist. So. Dann stellen wir hier nochmal frei. Ich will so oder so deine Entscheidung. Ich bin ein Freund der Familie. Vielleicht kann ich sie zur Vernunft bringen. Ich bin ein Freund der Familie. Vielleicht kann ich sie zur Vernunft bringen. Ach, diese Idioten lassen sich doch nichts sagen. Also... Wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit über ihren Beitritt zur Bewegung. Sie wurde gewalttätig. Also habe ich sie eingesperrt, bis ich weiß, was ich mit ihr machen soll. Wenn du sie wirklich mitnehmen willst, schließe ich die Tür auf und sie gehört ganz dir. Ich muss dich warnen. Sie ist stärker, als sie aussieht. Wir mussten alle mit anpacken, um sie dort einzusperren. Okay, warum habe ich hier zwei Questpunkte? Da ist die drin, Aktenschrank, ist nichts drin. Hihi. Lass diesen Müll liegen, das ist Platzverschwendung. Nö. Sitzen will ich nicht. Sie gehört dir, Nächster. Danke. Es gibt nichts, worüber wir reden könnten. Hau ab! Ah, da ist sie, ja. Sag bloß, Jack hat dich geschickt. He's got the Jack. Bist du Jacks Schwester? Ich hatte niemanden jünger mehr erreicht. Sag, hast du denn eigentlich das Edward? Bist du Jacks Schwester? Ich hatte mit jemand jüngerem gerechnet. Du weißt, wie man einer Lady schmeichelt, nicht wahr? Damit das klar ist. Ich bin Jacks jüngere Schwester, das Nesthäkchen. Sobald ich zu Hause bin und etwas von Jacks Serum nehme, bin ich wieder so schön wie immer. Okay, Jack hat ein Serum, das das Altern umkehrt. Jack hat ein Serum, das das Altern umkehrt? Eigentlich hält es das Altern eher auf. Mit 32 habe ich angefangen, es zu nehmen, also sehe ich so aus. Du wirst nach meiner Behandlung schon sehen. Ich war eine der Schönheiten der Bostoner Gesellschaft, als es noch eine gab. Okay, was passiert, wenn du kein Serum bekommst? Was passiert, wenn du kein Serum bekommst? Oh, darüber brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Ich war schon viel länger ohne Behandlung und das hatte bisher keine bleibende Wirkung. Okay, naja, wie auch immer, sollten aufbrechen. Deine Schönheitsbehandlung interessiert mich nicht. Wir gehen jetzt. Ich habe eine Ampulle mit dem Serum bei mir. Sieht aus, als könntest du es gebrauchen.
Ich habe eine Ampulle mit dem Serum bei mir. Sieht aus, als könntest du es gebrauchen. Was machst du da? Das Serum ist ein Vermögen wert. Woher hast du das Serum? Egal. Ich will's nicht wissen. Ich bin dir sehr dankbar. Ich bin von Thomas so enttäuscht. Zuerst war er echt interessant. Aber als wir dann hier waren, hat er sich nur wie ein Rohling benommen. Er hat gedacht, er könnte mich zwingen, seiner absurden Sekte beizutreten. Okay, brauchst du noch was, bevor wir gehen? Sarkastisch, dein Freund Thomas war ein echter Charmeur. Verabschieden, verschwinden wir von hier. Brauchst du noch was? Brauchst du noch was, bevor wir gehen? Nein, ich hatte nichts Wertvolles dabei. Keine Sorge, ich finde den Weg nach Hause. Ich bin noch nicht bereit, meine Mutter zu sehen. Und danke. Ich bin sehr froh, dass du nach mir gesucht hast. Auch wenn ich eigentlich nicht gerettet werden musste. Ja. Ein Bleistift ist Clown. Warum sollte man einen Ort wie diesen so sauber halten? Weil man es kann. Was haben wir denn hier? Außer, dass man hier hoch kann. Die Äffchen sind böse. Es regnet, aber ich sehe keinen Regen. Auch nicht schlecht. Aber es nebelt und es regnet. Und jetzt habe ich auch den Sound draußen. Ich habe nämlich nochmal nach der Mod geguckt. Jetzt haben wir den Regen wenigstens draußen. Jetzt muss ich schon mal gucken, ob es auch... Da muss ich jetzt doch mal in dieses Amphitheater hier rein. Ob es jetzt hier unten drunter auch regnet oder nicht. Okay, hier ist es trocken drin. Das ist gut. Jetzt haben wir wenigstens den Regensound da, wo er hingehört. Ich mache aber jetzt mal eine Schnellreise. Und zwar Bunker Hill, Haus der Cabots. Da machen wir jetzt mal eben eine Schnellreise hin und ich schneide mal eben den Bildschirm raus, den Ladebildschirm. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Es regnet immer noch wie Sau. Wir schleichen uns mal hier rein und gucken mal, ob es da drin die Regengeräusche jetzt auch sind. Das interessiert mich jetzt dann... Ich habe nämlich in der Mod noch mal ein bisschen, wie gesagt, rumgespielt. Ich denke mal, das wird sich jetzt eventuell erledigt haben, dass die Regengeräusche da hingehören, wo sie hingehören, also nach draußen und nicht nach drinnen. Jo, scheint so. So, sprich mit Jack. Wechsle zur Einseitenbandmodulation. Mhm. Kannst du mich hören? So, Jack. Guten Tag. Jetzt nicht. Edward. Wie jetzt? Wechsle zum Hartley-Modulator. Hast du verstanden? Ist das besser? Es funktioniert. Edward, was ist da los? Wir werden angegriffen. Sie sind im Gebäude. Im Gebäude? Kannst du sie vom Keller fernhalten? Ich versuch's, Jack. Ich habe noch nie Raider gesehen, die... Okay. Um Himmels Willen, Sammy, die Tür. Das... Entschuldigung, hier ist gerade einiges los. Man hört. Hör zu. Wenn sie im Gebäude sind, musst du zum Büro und den Aufzug abschalten. Sie dürfen auf keinen Fall zu Lorenzo vordringen. Verstanden. Büro, Aufzug. Du solltest so viele wie möglich zusammentrommeln und rüber. Ist das so? Hallo? Edward? Bitte melden! Okay, du! Die Verbindung ist weg. Ganz auch schön. Was ist los, Jack? Wenn diese Leute in Parsons eingedrungen sind, wenn sie ihn befreien... Keine Sorge, ich regle das. Ich wusste, dass es so enden würde. Ich hätte nie zulassen dürfen, dass du Lorenzo dort einsperrst. Das ist nicht wirklich hilfreich, Mutter. Alter, die Käthe! Das Serum zu verwenden. Was wirst du also tun? Hm? Ich sagte doch, ich regle das. Ich überlege. Hier drüben. Mach ich, Boss. So, geh da hin, jetzt muss ich mit ihm quatschen. Los? Das war Edward. Er ist in Parsons, der alten Irrenanstalt. Mhm. Ich bin von Raidern angegriffen. Seltsam.
Die Wachen haben sonst die Raider ohne Probleme abwehren können. Ich weiß nicht, was diesmal schiefgelaufen ist. Okay, was ist passiert? Ich habe einen Jin gefunden, es geht ihr gut. Das würde ich sagen, berichten wir ihm jetzt erstmal. Ich habe Emojin gefunden, es geht ihr gut. Oh, ja, gut. Gott sei Dank. Wenigstens ein kleiner Trost an diesem scheußlichen Tag. Du möchtest deine Bezahlung haben. Normalerweise regelt Edward diese Dinge. Kronkorken sind eure Währung, richtig? Hier. Ich hoffe, das ist der richtige Betrag. Jetzt müssen wir uns aber auf den aktuellen Notfall konzentrieren. Wie kannst du bei der Sicherheit deiner Schwester so herzlos sein? Ich frag mich, ob es dieselben Raider sind, die die letzte Lieferung gestohlen haben. Wenn sie das unverdünnte Serum verwendet haben, würde das ihren ungewöhnlichen Erfolg gegen Edwards Männer erklären. Okay, was genau bewirkt das Serum? Erzähl was mir genau das jetzt. Das Serum? Dafür ist jetzt keine Zeit. Ach, leck ich mich. Dir unterwegs. Bevor wir Achso, gehen, musst mit. Du eines wissen. Wenn wir in Parsons sind, musst du genau das tun, was ich dir sage. Nicht mehr, nicht weniger. Verstanden? Warum ist das denn so wichtig? Warum ist das so wichtig? Wenn die Eindringlinge an Edwards Männern vorbeigekommen sind, haben sie vielleicht eine höchst gefährliche Situation verursacht. Ich bin der Einzige, der weiß, wie man mit diesen Gefahren umgehen muss. Ist das deutlich genug? Okay. Okay. Gut. Stell sicher, dass du alles für einen ernsthaften Kampf dabei hast. Ich warte draußen auf dich. Jack, sei vorsichtig. Und gut, werde ich machen. Ich liebe Vater genauso sehr wie du. Aber du weißt ebenso wie ich, dass es nur eine Option gibt, wenn er ich kann bei dem mitnehmen, das ist gut. Bitte. Ich werde mein Bestes tun, Mutter. Und wenn Emojin endlich nach Hause kommt, lass sie um Himmels Willen nicht wieder gehen. Jetzt muss ich aber wirklich los. Wir klauen ihm erstmal alles. Oh, mal wenigstens die Tür wieder zu, ne? Warum beschäftigst du dich damit? Weil ich es darf. Darum. So, wir nehmen hier alles mit, was nicht hin- und nagelfest ist. Oh, was willst du? Dein ganzes Geschirr möchte ich gerne haben. Ich beklau die erstmal. Ganz wichtig, das schwebende Schnapsglas, das nehme ich auch mit. Käthe, geh weg. Solange ich den ganzen Prüll hier mitnehmen darf, machen wir das auch. Das Angebot nehmen wir liebend gerne an. Also. Was auch immer ich da gerade gefunden habe. Ich loote einfach zu schnell. Aber es kann nichts Gutes gewesen sein. Abgenutztes Klemmbrett. Liegt hier noch was rum? Nö. Mal hier oben. Oh. Gut, kann ich also nicht kaputt machen. Die Sachen kann ich auch gar nicht nehmen. Nee. Aber das hier. Auch nicht. Aber das hier. Okay, was haben wir hier? Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. So. Ein Staubwedel, den brauchen wir, damit wir das Spiel durchkriegen. Ein Regenschirm im Schlafzimmer, brauche ich keine Sau. Witzki.
Radio würde ich nicht aktivieren. Nein, das brauchen wir auch nicht. Spiegel, Radex. Genau, was ich gebraucht habe. Ach, Waschbecken können wir mal trinken. Da kriegen wir wieder Energie dazu. Dann brauchen wir nämlich keinen. Kein Heilutensil nehmen. Den Bümpel nehmen wir da mit. So. Schlafzimmer ist erledigt. Da haben wir alles. Ist hier noch was in dem Schreibtisch? Nee, aber hier noch. Dann gehen wir mal hier gucken. Auch nochmal ein Schlafzimmer. Donnerstag, 8. Februar 1894. Das ist mir jetzt im Moment egal. Aschenbecher. Bingo. Massachusetts Chirurgenblatt 5. Du hast ja ausgemacht gefunden. Du verursachst uns ein Körperterschein. Cool. 2% mehr Körperteilschaden. Was ist drin? Nö. So, ich mache mal wieder schön zu. Hier machen wir auch zu. Ne, den Globus will ich noch haben. Jetzt war es aber soweit. Okay, und Tür schließen. Nehmen wir das noch mit. Dann nehmen wir noch mit. Was hat die denn? Turner entsperren Meister, toll. Okay. So, Käthe, du bleibst da drin. Mach bloß die Tür hinter dir zu. So, hier oben haben wir jetzt alles, ne? Ja. Da war ja der Koffer dran, ja. Dann gehen wir jetzt mal nach unten. Weil da unten will ich auch noch alles looten. Was? Den Aschenbecher habe ich gar nicht gesehen. So. Hier sind wir eben rauf. Dann gehen wir jetzt mal nach unten in den Keller. Ob wir da auch noch was looten können. Gerade brauche ich nichts. Vielen Dank. Du brauchst nichts. Ja, wenn du das nicht brauchst. Oder wenn du nichts brauchst, so allgemein. Okay. Aber das mache ich auf dem Rückweg. Ich gehe erstmal nach unten. Solange wir hier looten dürfen, mache ich das auch. All das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Was ist drinnen da? Okay. Das ist genau der richtige Ort für eine Pause. Ja. Können wir da hin? Weil das lasse ich mir echt nicht nehmen. Ja, wenn wir alles mitnehmen dürfen, machen wir das doch liebend gern. Geh weg, Käthe! Okay. Hallo, ich will das wieder da hinstellen.
Sachen. Lass es liegen. Willst du den Müll etwa mitschleppen? Ja, klar. Ich nehme alles an Müll mit, in Anführungsstrichen. In dem Eiskühler ist nichts drin. Bierglas? Ich verlange nicht viel. Nur eine volle Flasche und ein paar Knochen, die ich brechen kann. Ja, ja. Die brauchen das eh nicht mehr, von daher. Na? Hallo? Ah, Wodka. Wodka. Kühlschrank öffnen. Alles looten, so. Ich glaube, vor lauter Looten kommen wir hier irgendwie zu nix. Meine, wieso nehme ich eigentlich leere Milchflaschen mit? Kann man das mal irgendjemand erzählen? So, ich glaube, hier haben wir jetzt alles. Weil, wenn wir es echt schon mitnehmen dürfen, dann machen wir es auch. Kommode. Hallo. Fatman nehmen wir mit. Safe entsperren Meister. Das kann sie aber machen. Hey. Sag, was du brauchst und ich kümmere mich darum. Die bekomme ich so nicht auf. Okay. So, Käthe. Hier. Jo, verstanden. Aha. Geh dort, dorthin. Mach ich. Kriegst du das auf? Kein Problem. Mach mal auf, geil. Ja, dann mach das Ding auch auf. Schnapp dir was Nützliches. Kein Problem. Warte da. Du lässt mich zurück. Das ist dein Tod. Das ist nicht mein Tod. Komm schon, Position halten. Klar, ich bleib hier, während du deinen Spaß hast. Schau's dir an. Jo, verstanden. Guck nach, ob da was ist. Mach ich. Ja nicht, dann mach das doch, Mann. Du, Käthe. Hey. Was gibt's denn? Bleib da. Los, ich bin ein großes Mädchen. Ich komm klar. Schnapp dir was Gutes. Mach ich, Boss. Schnapp's dir. Mach ich. Die macht den Scheiß Safe nicht auf. Das ist doch doof. Oder ist die jetzt auf? Ach, der ist auf und da ist nichts drin. Ja, super. Mann. Da kann ich ja noch lange hier rumeiern. So, wir gehen jetzt hier rum raus. So, wunderbar. Jetzt klauen wir dem das hier noch. Das kann ich nicht mitnehmen. Und ab nach Beckenhill. Und dann gucken wir mal, dass wir wieder in die Irrenanstalt geraten. Ich muss mal gucken, ob ich von hier aus eine Schnellreise machen kann oder ob ich ihm jetzt hinterherlaufen muss. Wenn wir natürlich eine Schnellreise machen können, das wäre natürlich richtig toll. Dann hätten wir uns nämlich
Fußweg gespart. Müsste aber rein theoretisch funktionieren, weil wir den Ort ja schon erkundet haben. Bereit? Gehen wir. Du solltest wissen, womit wir es zu tun bekommen. Mhm. Mein Vater ist in Parsons eingesperrt. Zu seiner eigenen Sicherheit und der aller. Er wurde gefährlich und labil, nachdem er ein altes Artefakt in Arabien gefunden hatte. Ich habe mein Leben lang versucht, ihn zu heilen. Aha. Ich glaube, wir müssen ihm sogar folgen. Anders würden wir da gar nicht hinkommen. Was ist das denn? Ein Segelschiff. Das ist das Artefakt, das Lorenzo so gefährlich macht. Wenn es entfernt werden könnte, wäre seine Psychose bestimmt geheilt. Aber bisher sind all meine Versuche gescheitert. Es ist zu stark mit seinem Nervensystem verbunden. Aha. Na. Na toll, hätte ich das gewusst. Wie du dir inzwischen denken kannst, leben meine Familie und ich schon sehr lange. Dank des Serums, das wir aus dem Blut meines Vaters gewinnen. Ich hatte die Veränderungen in seinem Blut ganz früh entdeckt, als ich versuchte, das Artefakt zu entfernen. Mir ist es gelungen, die anormalen Bestandteile zu isolieren, denen wir unsere Serumbehandlung durchführen. Aha. Ich bin mir des Interessenkonflikts bewusst, da er mein Vater und gleichzeitig die Quelle meines langen Lebens ist. Aber ich versichere dir, dass ich gerne alles aufgeben würde, um meinen Vater zurückzuhaben. Und wenn es nur für kurze Zeit wäre. Okay, Junge, müssen wir hier wirklich zu Fuß hinlatschen? Alter, das ist hier oben. Ich mach da jetzt eine Schnellreise hin. Schnellreise. Ja. Weil das ist meine Nummer zu doof. Weil ihm da jetzt irgendwie die ganze Zeit hinterher rennen. Nö. So, ich hänge im Gebüsch fest. Okay. Wir müssen zu meinem Büro. Hey, folge mir. Mache ich, aber ich gucke mich erstmal hier um. Ich loote erstmal alle. Bleib bei mir, folge meinen Anweisungen, dann dürfte alles gut gehen. Ja. Nee. Ich will den erstmal looten. Ich will hier alle nackig machen. Weil die brauchen halt eh nicht mehr. Da liegt auch noch einer. Ich muss die alle nackig machen. Da ist gar kein Code mehr dran. Resident Evil, die Omi ist hier. Evelyn, genau so hieß sie. So, ich glaube, sonst liegt hier aber keiner mehr. Nö, das war's, glaube ich. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier rein.